Normalität. Ein Schulhof in einer europäischen Großstadt. Kinder aus 20 Nationen lernen hier gemeinsam für die Zukunft. Reichen die Anstrengungen unserer Schulen aus, um sie darauf vorzubereiten? Die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in Frankreich geboren und hier zur Schule gegangen sind, sind von diesen Einrichtungen völlig enttäuscht. Sie glauben einfach nicht mehr daran, dass sie ihnen die Chance auf eine Zukunft bieten könnten. In einigen Jahren wird ungefähr die Hälfte aller Kinder in Europa einen Migrationshintergrund haben. Derzeit gehören Kinder aus Einwandererfamilien zu den großen Verlierern des Bildungssystems. Kann sich das Europa weiterhin leisten? Da gibt es einmal das Problem, dass wir in Zukunft einen steigenden Bedarf an hochqualifizierten Arbeitnehmern haben und den müssen wir irgendwie decken. Das ist, so wie die Demografie sich entwickelt, wahrscheinlich nur dadurch zu decken, dass man eben Migranten, die schon da sind oder die vielleicht auch noch kommen werden, besser integriert. Scheiterte bisher die erfolgreiche Integration, weil wir kulturelle Vielfalt mehr als Bedrohung und weniger als Chance wahrgenommen haben? Gibt es Erfolgsmodelle in Europa, von denen alle lernen könnten? Es gibt kein Land, das ideal wäre in Bezug auf Immigration und Integration. Frankreich hat gute Sachen gemacht, Schweden auch. Ich bin sicher, auch in Deutschland gibt es interessante Ansätze. Man muss jetzt eher genau hinschauen, was funktioniert und was nicht, um Lösungen zu finden. Es gibt nicht das Vorzeigeland in Europa. Wir müssen unsere Philosophie der Bildung und der Erziehung ändern und die kulturelle Vielfalt als Referenzpunkt nehmen für alle Entscheidungen, die mit den Fragen der Bildung und des Lernens zusammenhängen. Una perspectiva marco de referencia donde a partir de la cual se planifica todo el resto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. In Deutschland wachsen etwa 4,5 Millionen Kinder auf, deren Familien eingewandert sind. Diese Tatsache wurde von der Schulpolitik nahezu ignoriert. Die Rolle der Eltern bislang kaum berücksichtigt. Und dann gehst du auch mit ihm spazieren. Annähernd die Hälfte der Kinder mit Migrationshintergrund steht heute nach der Schule ohne Berufsabschluss da. Im internationalen Vergleich ein miserables Ergebnis. Einige wenige schaffen es trotzdem. Zum Beispiel Louis, dessen Eltern aus der Türkei stammen. Louis ist in Deutschland aufgewachsen und steht kurz vor dem Abitur. Warum bleibt sein Schulerfolg nur eine seltene Ausnahme? Wenn die alle auf einem Haufen sind, dann kann sich da einfach nichts ändern, weil jeder zieht den anderen mit. Keiner hat sich mehr zu integrieren. Deswegen muss da auf jeden Fall, also ich meine, ich selbst mit Migrationshintergrund sage das, und dazu stehe ich auch, da muss einfach was geändert werden, weil wenn alle, wie gesagt, auf einem Haufen sind, dann wird daraus gar nichts. Die sogenannten Ghetto-Schulen sind ein Teil des Problems. Oh, habt ihr Papier? Noch nicht? Welche Voraussetzungen brauchen Bildungseinrichtungen, damit Schüler wie Lüje nicht die Ausnahme bleiben? Wo gibt es in Europa Ideen und Projekte, die weiterhelfen? Wie könnte sie aussehen, die ideale Schule? Unsere Suche nach Ansätzen beginnt in Spanien. Denn das einstige Armenhaus Europas ist erst vor kurzem zum Einwanderungsland geworden. Allein in den letzten 5 Jahren hat sich die Zahl der Zugezogenen verdoppelt. Wie es scheint, begreift Spanien das als Chance, um die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Werden hier die Zuwandererkinder besser aufgenommen? Guarda ist 16. Erst vor 2,5 Jahren ist sie mit ihrer Familie aus Marokko nach Spanien gekommen. Heute besucht sie das Humanejos Instituto in Parla, einer Vorstadt von Madrid. Guarda ist an eine Escuela de Bienvenido gekommen, eine Willkommensschule. Hier lernen Kinder mit Migrationshintergrund erst einmal gründlich Spanisch. Die nur 12 Schüler in der Verbindungsklasse haben 2 Lehrerinnen, die sie dabei unterstützen,
Nach knapp 2 Jahren ist Guardas Spanisch fast akzentfrei. Ich bin begeistert. Die Übungen fallen mir leicht. Mit Fotos und so. Toll. Zusätzliche Lehrstellen und Mittel für die Willkommensschulen ermöglichen den Pädagogen eine individuelle und intensive Betreuung. Die Schüler haben große Lust, Spanisch zu lernen. Sie kommen hier an, ohne ein Wort zu sprechen, und wollen es dann so schnell wie möglich lernen. Viele der erst kürzlich zugewanderten Kinder sind sogar Analphabeten und müssen ganz von vorn anfangen. Modernste Technik erleichtert den Schülern den Einstieg. Madrid lässt sich die Zukunft der nächsten Generation viel Geld kosten. Ich möchte gerne Kinderkrankenschwester werden. Sachen, die mit Kindern zu tun haben, gefallen mir am besten. Etwas Praktisches. Ponerse en el lugar del otro. ¿Sabéis qué es eso? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A ver, ¿qué opinas tú? Ungefähr die Hälfte der Jugendlichen aus Guardas Klasse lebt erst seit ein paar Jahren in Spanien. Entonces se llama aulado enlace a ese proceso en el que los chicos y las chicas extranjeros. Sie heißt Verbindungsklasse, weil die ausländischen Kinder ohne Sprachkenntnisse dort einige Monate lang Spanisch lernen. Aber leider nicht die spezielle Sprache der jeweiligen Unterrichtsfächer. Und dort fangen dann die Probleme an. Deshalb werden sie hier, in diesem Institut, in kleinen Gruppen langsam an den Fachunterricht herangeführt. Die Schulen in Europa brauchen in der Zukunft vor allem speziell ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. In Madrid werden sie auf die kulturelle Vielfalt in den Klassenräumen intensiv vorbereitet. Spanische Schulbücher werden so zum Beispiel auf ihre Brauchbarkeit hin überprüft. Halten sie auch bei anderem kulturellen Hintergrund stand? Grundlage ist das innovative Projekt Interguide, ein gesamteuropäischer Leitfaden für interkulturelle Lehrerausbildung. Hier wird darauf Wert gelegt, dass kulturelle und soziale Unterschiede nicht als Ausnahme, sondern als Normalfall betrachtet werden. Die Ausbildung in Integration und kultureller Vielfalt muss Teil der Lehrergrundausbildung werden. Ich denke, das ist eine wertvolle Hilfe, um mit dieser neuen Situation umzugehen, die in den Klassenzimmern der Zukunft ganz alltäglich sein wird. Erste Ansätze dazu gibt es. An dieser Willkommensschule hat Guarda eine speziell geschulte Ansprechperson. Der Psychologe koordiniert Förderprogramme und berät die Jugendlichen individuell. Muy bien. Mira, vamos a mirar aquí. Esto es formación profesional de grado medio, que es a lo que tú podías acceder con el cuarto de la ESO, que lo permite después de que hayas hecho el grado medio. Hacer formación profesional? Sí, sí. ¿Y te gusta, no? Sí, me gustaría hacer. Para ser auxiliar de enfermería, bucodental, pediátrico, geriátrico o de cuidados de enfermería a domicilio. Guardas Perspektiven sind gut. Ohne zugewanderte Arbeitskräfte würde das spanische Pflegesystem zusammenbrechen. Creo que debemos tener expectativas altas porque wir müssen hohe Erwartungen haben. Das sind junge Leute, die eine ganz wichtige Etappe vor sich haben, deren Leben noch offen ist. Je nachdem, in welchem Umfeld der Unterricht stattfindet, werden dann auch die Möglichkeiten sein, die sie später haben. Das Resultat hängt also von der Arbeit in der Schule und im Leben dieser Jugendlichen ab. Die Bevölkerung Spaniens wächst schneller als in allen anderen europäischen Ländern. Grund dafür ist vor allem